Hey, ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Wir haben übrigens beim letzten Mal ja versucht, von dem Gästehaus zu entkommen, weil uns ja Mia verfolgt hat und uns extrem schwer verletzt hat, ne? Also sie hat uns erst den Arm abgeschnitten und ja, wir wurden danach noch ein bisschen übler zugerichtet. Und als wir dann, naja, Mia erstmal aufhalten konnten, wurden wir von der Familie Baker gefangen genommen. Und ja, hier erstmal gefüttert, von diesem sehr, sehr geilen Essen verwöhnt, wie man sieht. Und ja, außerdem mussten wir auch gegen Herrn Baker kämpfen, der ja in der Garage war. Den konnten wir erstmal besiegen. Und jetzt bin ich gerade dabei, hier noch ein paar andere Sachen zu lösen. Es gibt hier, glaube ich, aber noch die ein oder andere Sache, die man finden kann. Warte mal, war hier nicht noch irgendwo... Mir war so, als ob man irgendeinen Schrank noch öffnen konnte. Vielleicht irre ich mich aber auch gerade. Okay. Naja, wie ihr ja wisst oder nicht wisst, sind ja meine Videos einige Tage ausgefallen, weil nämlich meine PlayStation 4 Pro die Festplatte den Geist aufgegeben hat. Und deswegen konnte ich weder was zocken noch irgendwas aufnehmen und die ganzen Videos, die ich aufgenommen habe, sind halt auch verloren gegangen. Das heißt also, das, was ich jetzt mache, habe ich eigentlich schon getan. So, ich werde euch aber nicht verraten, was dort passiert ist, ist ja klar, ne? Das müssen wir jetzt hier ransetzen. Bewegen. Achso, ja, okay. Weißer Hundekopf. Ach ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Herr Baker sich dann wieder umgeschaut hat oder nicht. Wir haben ja mehrere Versteckmöglichkeiten. Sieht gerade gut aus. Sieht auch sehr geil aus, ne? Okay. Ich glaube, dass der nächste Hinweis, wo wir nämlich hin müssen. Der weiße Hundekopf. Ich muss erstmal überlegen. Ach so. Ja, stimmt. Hier brauchen wir einen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, uns umsehen, wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann. Das hatten wir beim letzten Mal. Beim letzten Mal durchgelesen. Ja, wo ich das Spiel schon mal durchgezockt habe, muss ich sagen, ich finde es immer noch verdammt gruselig. Ich sage euch übrigens Folgendes, man sollte diese Schrotflinte noch nicht mitnehmen, wenn ich mich richtig erinnere, sonst geht, glaube ich, die Tür zu und bist eingesperrt. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Können wir ausprobieren, wenn ich zumindest eine Sache erledigt habe. Da hinten ist die komische Oma. Was haben wir denn hier? Irgendein Foto? Evelyn, 2. Mai 2014. Interessant. Da brauchen wir anscheinend einen Schlüssel. Aha. Das müsste ich mal in VR spielen, wenn ich denn eine VR-Brille hätte. Und ich würde mich wahrscheinlich mega erschrecken. Okay, die ist so fucking gruselig. Fuck. Ich weiß nicht, ob der alte Sack jetzt hier rumläuft noch nebenbei. Okay, da unten rennt Mrs. Baker rum. So eine Riesenkiste ist gerade mal... Oh.
Da brauche ich einen Schlüssel oder einen Dietrich. Dann sehe ich mich erstmal um. Was haben wir denn hier? Flüssige Chemikalie, die lasse ich mal hier. Ah, da kann man runterfallen, geil. Ich brauche einen Dietrich. Und Kraut ist auch was Feines. Da brauche ich einen Skorpionschlüssel. Und nochmal eine antike Münze. Da ist irgendein Schreiben, das lesen wir uns gleich durch. Da haben wir nichts. Da haben wir eine Kassette mit Mia. Oh, das ganze Essen ist schon komplett verfault, ne? Oh! Ich habe einen Hundekopf. Und Schießpulver. Habe ich noch Chemikalien dabei? Nee, aber ich weiß ja, wo welche sind. Nimm die schon mal mit. Jetzt lesen wir uns erstmal natürlich das hier alles durch. Wo waren das jetzt? Ich habe doch gerade hier irgendwo... Das ist ein bisschen lang. Ich lese jetzt erstmal das Kurze durch, bevor ich das Lange durchlese. Und man sollte grundsätzlich immer die Türen noch zumachen. Ja, wenn es natürlich gehen würde. Aha! Was steht denn hier? Margaret, bring den Hippie Miss Kerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Okay. Ist aber nicht nett. Läuft jemand rum? Okay, wir gucken uns das denn mal an. Ich kann die Tür ja doch zumachen. Na was denn du? Okay. Warte mal. Da. Hier steht 2. Oktober. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay. Hier sind so viele Mülleimer, aber die bringen mir nichts. Die Kassette gucke ich mir übrigens später an. Sag mir jetzt nicht, dass der Typ hier noch rumrennt. Vielleicht ist es das Hobby des Vaters. Ja, könnte sein. Oder von Lukas. Okay, die Oma ist immer noch da. Ich wollte noch die Chemikalie holen, das mache ich gleich. Weil Munition herzustellen wäre eine verdammt gute Idee. Hier können wir auch nicht raus. Ich habe noch ein Kraut dabei. Das können wir dann auch mal wegstellen, wenn wir so weit sind. Mann, ich höre hier laufend irgendwelche sehr merkwürdigen Geräusche, deswegen bin ich... Naja. Auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig. Wir kommen jetzt eh gerade nicht weiter. So, ich hole jetzt erstmal die Chemikalie. Stelle dann Munition her. Ich glaube zumindest, dass es so war. Und dann, okay, hier kannst du auch lang. Falls wir vielleicht mal kommen müssen, wird das vielleicht eine ganz geile Sache. So. Aber ich habe leider keinen Dietrich gefunden. Genau, wir haben jetzt ein bisschen mehr Munition. Fein.
Ich habe hier kein gutes Gefühl. Da ist eine antike Münze drin. Da gehe ich. Oh, ich wollte mir erst die Videokassette angucken, ne? Okay, Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob die Videokassette übrigens jetzt schon wichtig ist oder erst später. Und ja, Pistole habe ich. Wir gucken uns jetzt erstmal die Kassette an. Mia. Ethan, bitte schau das. Passiert was? Hallo? Ethan, wenn du sie findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Okay. Nicht wieder erwischen lassen. Ich spiele anscheinend Mia. Oh Gott, hier sind die ganzen... Gehen hier noch die Lichter dabei aus? Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Fuck! Ja, okay. Das war jetzt ein bisschen dämlich von mir. Ich habe ja völlig vergessen, dass man sie anscheinend auch verstecken muss. Gut, dann weiß ich ja, was ich jetzt tun muss. Sollte ja nicht weiter schwer sein. Warte mal, wo bin ich jetzt? Oh, ich hasse das, Alter, dass die Lichter hier ausgehen. Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Geh weiter. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Alter. Gut, dass die mich hier hinten nicht sieht, ne? Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausdenken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Komm bloß ab. Ich
Riecht es etwa? Nein, nein, komm nicht hierher. Okay. Sagt jetzt nicht, ihr kommt hierher? Oh, das war... Scheint nichts Gutes. Okay. So, also wir müssen, genau, ihr seht es ja, ein Bild erzeugen, wie ihr gerade gesehen habt. Oh Gott, weg hier. Okay. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du hast mich! Oh Mann, nö! Ich hab's wieder verkackt! Sag jetzt aber nicht, dass ich das nochmal machen muss mit dem komischen Bild. Ich glaube, das war fair gemacht. Weil sonst wäre es echt ein bisschen kacker. Mann. Will aber die Gabe vielleicht nicht. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an. Wir wissen, dass wir einige sind. Und du hast verdammt noch... Nein, 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 nein! Versuch die Kleinigkeit zu entkommen. Führt kein Weg raus, Fräulein. Oh Gott. Kann nichts machen. Wo denkst du, dass du hingehst? Ethan, Ethan, bitte. Ethan, nein, nein!
das lang? Konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Herr Spielraum braucht ein bisschen zum Laden. Es war jetzt heftig. Wer hätte das gedacht? Komm, ich will weiter zocken. Ja, mir fehlt immer noch ein Dietrich. Mir fehlt noch ein Hundekopf. Ich kann ja schnell runter. Warte mal, wir waren noch nicht im Bad. Was ist, wenn in dem Bad da dieser letzte Hundekopf versteckt ist? Weil wir können ja nirgendwo anders hin. Wir brauchen ja für alles einen Schlüssel. Das wäre jetzt echt mies, ne? Lad mal ein bisschen schneller, bitte. Also das ist ein Problem. Das ist jetzt bei meiner externen Festplatte drauf und es dauert halt immer ein bisschen länger zum Laden. Naja, was soll's. Wenn nicht, muss ich das auf die interne verschieben, damit wir das Problem nicht mehr haben. Was haben Sie dir angetan, Mia? Ja, nichts Gutes. Oh nein. Wisst ihr, ich könnte hier runterspringen. Ist denn hier irgendwo noch ein Dietrich? Ich wollte, bevor ich jetzt da reingehe, nur gucken, ob hier noch irgendwo ein Dietrich versteckt ist. Oder eine Haarklammer oder irgend so ein Kack. Hier vielleicht... Warum? Brauche ich eigentlich die Kassette noch? Eigentlich nicht, ne? Ja, ich finde hier gerade keinen Dietrich. Das heißt also, wahrscheinlich kriegen wir hier auch keinen her. Okay, gut, ich gehe jetzt mal ins Bad. Falls ich fliehen muss, weiß ich, wo ich lang renne. Weil hier ist ja sonst nichts mehr. Ja, da ist wirklich... Hey, was bist du denn? Holz... Oh, fuck. Okay. Ein abscheulicher Haufen von der weiß was. Oh Gott. Leider hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer bei mir. Ha! Das kannst du nicht! Okay, wartet mal. Ganz kurz. Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Der kann, glaube ich, aber nicht hier rein. Ich glaube, das ging nicht. So, warte mal. Wir, was ist das denn überhaupt? Normale Pistolenmunition. Ach so. Wir packen das mal weg. Und einmal das Kraut. Nicht da. Gut. Ich werde mal ganz kurz noch einen weiteren Speicherstand erstellen. Vom zweiten Dachboden, obwohl, komm, überschreiben wir das eh noch und dann ist gut. Ist ja nur Quatsch. Für mich ist es jetzt wichtig, dass wir das eine, den einen Gegenstand jetzt irgendwo halt nutzen. Ich weiß gerade noch nicht mal wo.
komm jetzt bloß nicht her. Fuck! Fuck! Was soll ich denn jetzt machen? Also normalerweise können die da nicht durch. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Weiß nicht mal, wo der rumrennt. Ja, geh hoch. Wo rennt der rum, Alter? Willst du mich verarschen? Wie soll ich das denn jetzt machen? Ethan! Ethan! Ey Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nicht da. Der kann, wie gesagt, nicht wissen, wo ich bin. Der rennt genau darum, wo ich eigentlich hin will. Okay. Jetzt muss ich einen Vogel darstellen. Warte. Hallo. Oh. Ja, das geht nicht. Hä? Oh, das ist richtig kompliziert, ne? Boah, Junge, das ist doch... Oder war das richtig bloß falsch? Ah. Okay. Wer baut diesen Mist? Ja, die Familie Baker anscheinend. Okay. Wait. Oh, ich habe eine Menge Pistolen.
Pistolen, Munition. Was brauche ich jetzt eigentlich? Da kann ich auch nichts machen. Da fehlt mir ein Schlüssel. Nochmal flüssige Chemikalie. Okay, ich bin verwirrt. Ich höre doch gerade was. Ah. Gut. Kann ich das miteinander kombinieren? Nee, kann ich nicht. Ich brauche irgendwie für alles irgendeinen Scheiß. Wohnen hier Kinder? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das durchlesen. Was steht denn hier? Hier steht 15. Juni, Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli, drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. Hier steht 13. August, obdachloser Mann, in 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Okay, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ja, da geht irgendwie nichts, ne? Keine Ahnung, vergammelt irgendwas. Antike Münze, nochmal. Oh, fuck. Das sieht wie der Keller. Hä? Kann doch nicht sein, oder? Jetzt schon der Keller? Und da brauche ich auch wieder entweder einen Dietrich oder irgendeinen anderen Gegenstand. Also ich muss jetzt hier lang. Ja! Was soll ich denn noch machen? Ey, ich bin gleich... Krass, Mann. Fuck. Warum habe ich denn jetzt so wenig Munition? Los ist. Oh! Sicherheitsraum. Was haben wir denn hier? Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, er ist der Schlüssel hier raus. Jo. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ist hier noch irgendwas anderes? Da war ein Kraut. Ich kann jetzt natürlich
das kombinieren und habe eine Erste-Hilfe-Arznei. Aber ich wollte die eigentlich nicht jetzt schon einsetzen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache jetzt aus. Ich habe hier noch irgendwo ein Kraut. Das nehme ich mir mal kurz mit. Und nutze das jetzt mal. Genau. Ja, Leute, ich würde jetzt sagen, ich beende hier die Folge. Es hat mich definitiv sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und vielleicht seid ihr ja auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Das könnte jetzt ein bisschen gruseliger werden, aber das passt ja eigentlich, ne? Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was immer. Bis denn und tüdelü.